Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Long Dark. Und ja, wir haben es ja geschafft. Wir sind hier noch beim letzten Mal in der Hütte vom Jeremy angekommen. Da bin ich auch wirklich froh drüber, denn ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und dem Jeremy, beziehungsweise nicht dem Jeremy, dem McKinsey, dem geht's nicht allzu gut. Und genau aus diesem Grund bekommt er jetzt gleich mal was zu futtern, damit er hier wieder ein bisschen zu Kräften kommt. Schweinefleisch mit Bohnen. Hört sich gut an. Das nehmen wir doch gleich mal. So, 14 Minuten bis zum Garpunkt. Sehr gut. Und ich habe in der Zwischenzeit auch herausgefunden, wie man Schnee schmelzen kann. Denn das wusste ich ja bis vor kurzem noch nicht. Das hat sich ja verändert. Und zwar brauchen wir dafür... Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Eine leere Dose. Die müssen wir dann hier raufpacken. Und siehe da, schon können wir Schnee schmelzen. Und genau das machen wir natürlich auch. 19 Minuten braucht das Ganze jetzt. Und wir können in der Zwischenzeit vielleicht gleich mal hier reingucken. Habe ich da noch irgendwas Gutes dabei? Nee, da habe ich nichts. Aber gut, wir können auf alle Fälle gleich mal Zeugs verstauen. Weil ich habe so viel dabei, das wir aktuell nicht brauchen. Das kann weg. Dann der zweite Dosenöffner, der kann auch noch weg. Hagebutten, glaube ich, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Was haben wir noch? Haken, okay, weg damit. Dann haben wir da noch verschiedene Streichhölzer. Aber gut, die, glaube ich, nehmen wir jetzt vorsichtshalber mal mit. Hier hätte ich sogar noch Kräutertee. Den brauchen wir auch nicht. Zumindest nicht in der großen Anzahl. Und da habe ich noch eine kaputte Fackel und da gleich noch eine. Macht auch schon wieder ein halbes Kilo aus. Können wir gleich weglegen bzw. wegschmeißen. Habe ich hier noch irgendwas? Wasserreinigungstabletten. Die wiegen aber auch ordentlich. Dann gleich mal weg damit. Okay, und dann glaube ich, sind wir durch. Sehr schön. So, wie schaut sie aus? Okay, das können wir gleich mal futtern. Und, okay, der Schnee braucht noch ein bisschen, eine Minute. Dann machen wir es kurz so, dass wir hier gleich eine zweite Dose noch hinstellen. Sodale. Sehr schön, mitnehmen. Und gleich wieder Trinkwasser herstellen. Gut, na dann. Packen wir hier gleich mal die Wasserreinigungstabletten ins dreckige Wasser rein. Sehr schön. Und schon haben wir auch wieder was zu trinken. Gut. Na dann, Jeremiah, was hast du uns zu sagen? Wir sollten mal ein paar Worte wechseln. Vertrauen. Bedrückt dich etwas? Nee, eigentlich nicht direkt. Also nicht, dass ich wüsste. Okay, da könnten wir ihm wieder Zeugs geben. Schweinefleisch mit Bohnen. Das habe ich jetzt ausgerechnet gerade gegessen. Frische Rehhaut oder getrocknete Rehhaut? Wir haben doch hier ganz viele Rehhäute im Spind drinnen. Hoppala. Halb offen bringt uns der Spind nichts. So, frische Rehhäute, da haben wir sie auch schon. Getrocknete Rehhaut, die geben wir ihm nicht. Getrocknetes Leder bekommt auch nicht. Versuchen wir es mal so, beziehungsweise hier habe ich auch noch Stöcke. Und ansonsten habe ich nichts. So, Jeremiah. Dann probieren wir es nochmal. Gegenstände geben. Stoff bekommst du nicht, du bekommst die Rehhaut. Dann bekommst du noch eine Rehhaut und du bekommst 12 Stöcke von mir. Vertrauenswert plus 112. Ah, okay. Wir können mit ihm reden. Und zwar kann er uns anscheinend verschiedene Dinge erzählen. Im Rätselsee scheint es vor Wölfen nur so zu wimmeln.
Ja, das habe ich schon herausgefunden. Ja, sind noch mehr als sonst. Irgendwelche Vorschläge, wie ich mit ihnen klarkomme? Du meinst, außer ihnen fernzubleiben oder sie zu erschießen, wenn sie zu nahe kommen? Ich kenne da einen Ort, an dem du vielleicht ein paar alte Fackeln finden kannst. Sie scheinen das Geräusch zu hassen. Wirf eine nach ihnen, dann rennen sie wahrscheinlich weg. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir hatten das schon mal, dass der Wolf nicht weggerannt ist. Vielen Dank. So, was haben wir denn hier noch? Überlebenswerkzeug. Du stellst dich ziemlich geschickt an für einen Piloten. Aber ohne ein gutes Beil oder Messer kommst du nicht weit. Ich halte meine Augen da noch offen. Weißt du, mit einer Schmiede und den richtigen Materialien, okay, rede weiter, könntest du dir sogar selbst ein passables Beil bauen. Ui, okay. Na dann, teile mal dein Wissen mit uns. Nahe des verlassenen Gehöfts der Familie Spence gibt es eine alte Schmiede. Wo ist denn das Gehöft? Das habe ich gar nicht gefunden bisher. Direkt an der anderen Seite des Marschlandes. Na bitte nicht. Dort solltest du fast alles finden können. Okay, ja, kann uns noch was erzählen über den Carter Staudamm? Was weißt du über den Damm? Nur genug, dass ich hindurchkomme, wenn ich es muss. Dort herrscht das reinste Chaos. Ja, das haben wir schon gesehen. Ein ungewöhnlicher Ort für einen Damm. Ja, es rankt sich eine merkwürdige Geschichte darum. Großer Bär ist voll von diesen lokalen Geschichten. Da wollte sich wahrscheinlich nur wieder jemand bereichern. Okay, ich dachte schon, da wollte sich jemand umbringen. Und ja, zum Rätselsee kann uns auch noch was erzählen. Was kannst du mir über diese Umgebung erzählen? Was willst du wissen? Alles, alles und noch viel mehr will ich wissen. Ich glaube, dass meine Überlebenschancen steigen, wenn ich mich hier etwas auskenne. Wenn du glaubst, dass eine Geschichtsstunde dir hier weiterhilft, dann nur zu. Okay, gut. Das fand er anscheinend nicht so witzig. Dann halt nicht. Ein Versuch war's wert. Ja, wir sind wieder ein bisschen schlauer. Das ist schon mal schön. Und wie schaut's hier aus? Ah, okay. Nee, verkochtes Wasser brauchen wir nicht. So, schnell runter damit. Mitnehmen. Puh, gerade noch rechtzeitig. So, wir setzen aber gleich nochmal ein bisschen Wasser auf. Wenn wir schon mal hier sind und du hast uns aber noch was zu erzählen, und zwar über die Story. Überlebenstraining. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Dir bleibt nichts anderes übrig, Kumpel. Ich bin auch ohne dich weit gekommen, Pelzjäger. Aber nicht mit einem blutdurstigen Bären im Nacken. Da hat er wohl recht. Vertrau mir, Mackenzie. Willst du wirklich deine Freundin finden? Hier findest du in allen Richtungen nur Wildnis, soweit das Auge reicht. Das überlebst du niemals. Ich höre. Ich werde dir beibringen, was du wissen musst. Na, das hört sich doch schon mal gut an. Und dann? Dann wirst du etwas für mich tun. Na, was wird das wohl sein? Ich nehme mal ganz stark an, dass es irgendwas mit dem Bären zu tun hat. Den Bären töten? Das steht ja wohl außer Frage. Wenn du den Bären nicht tötest, kommt keiner von uns lebend hier raus. Ja, wir beginnen mal mit dem Überlebenstraining. Lass uns ein wenig über Überlebensfertigkeiten sprechen. Welche willst du dir denn aneignen? Na, kommt drauf an, was du im Angebot hast.
Okay, es gäbe hier Angeln, Jagen, Kleidung und... Okay, Nutzpflanzen. Also ich glaube, die hier braucht man nicht. Angeln oder Jagen oder doch die Kleidung. Kleidung wäre schon gut, allerdings habe ich eigentlich gute Klamotten an, also von daher glaube ich, ist das jetzt nicht so wichtig. Nehmen wir das oder nehmen wir das? Ich glaube, wir nehmen mal Angeln. Angeln? Haben wir dafür wirklich Zeit? Du wirst nicht immer die Möglichkeit haben zu jagen. Daher musst du mehr als einen Weg kennen, dich zu versorgen. Eiweiß ist im Winter Mangelware. Angeln kann einem nichtsnutzigen Piloten wie dich da draußen vor dem Tod bewahren. Na, 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 Jeremiah, nicht frech werden. Schließlich habe ich dir hier dein Gewehr wieder vorbeigebracht. Ich hätte mich auch schön aus dem Staub machen können. Du bist ein echter Süßholzraspler. Ja, das ist er wohl. Geh zum Lagebüro am Ufer des Rätselsees. Dort findest du Gerätschaften zum Eisfischen. Am See gibt es mehrere Hütten. Bring ein paar Fische mit, damit ich mir sicher sein kann, dass du zumindest nicht vor Hunger stirbst. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich dir nur genug Essen für den Winter beschaffen soll. Ja, das Gefühl. Ja, das habe ich auch. Definitiv, weil jetzt schon wieder ein Gefallen und noch ein Gefallen und noch ein Gefallen. Dein Gefühl trügt nicht. Er sagt sogar selbst. Schau mich an, Mackenzie. Der alte Bär hat mich ganz schön erwischt. In dieser Saison kann ich das Jagen oder Fallenstellen vergessen. Ja gut, auch wieder wahr. Und wenn ich dir etwas beibringe und wir dadurch beide überleben, schadet das doch nicht, oder? Gut, du hast mich überzeugt. Möchtest du es versuchen? Natürlich wollen wir es versuchen. Ich bin bald mit den Fischen zurück. Ich kann ihn schon riechen. Ja, noch müssen wir ihn erstmal fangen. Freu dich nicht zu früh, Jeremiah. Freu dich nicht zu früh. So, wie schaut's hier aus? Ah ja, sehr gut schaut's aus. Dann trinken wir gleich mal wieder was. Und ja, das hier nehmen wir natürlich gleich mal mit. Und jetzt würde ich sagen, legen wir uns erstmal ein bisschen hin, weil das haben wir uns mehr als verdient. Und zwar schön hier auf den Fußboden. Ja, wie lange legen wir uns hin? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht mal für 3 Stunden, 4 Stunden. Allerdings ist es dann dunkel. Auch irgendwie doof. Wir legen uns mal für 3 Stunden hin. So, es ist wie spät? Okay, kurz vor Sonnenuntergang. Wir sollen ja zu diesem Rätselsee gehen. Ja, tief durchatmen, Mackenzie. Tief durchatmen. Ja, der Rätselsee. Da ist er. Da müssen wir wieder hin. Mann, oh Mann. Jetzt habe ich mich hier gerade schön eingelebt. Da gibt es auch noch was anscheinend. Das haben wir noch gar nicht gefunden. Na, das könnten wir uns aber noch holen. Das ist nicht weit entfernt von der Hütte. Das machen wir gleich mal. Das bekommen wir noch hin, bevor es hier dunkel wird. Beziehungsweise, Moment. Moment. Okay, gut. Wir gehen noch nicht. Ich habe noch immer zu viel Zeug dabei. Noch Gewicht sortieren. Und zwar. Gut, weg mit der Leuchtpistole. Ich weiß, das ist ein Risiko, aber ich kann hier einfach nicht alles mitnehmen. Es hilft nichts. Es ist einfach zu viel des Guten. Das Kletterseil brauchen wir jetzt aktuell auch nicht. Dann habe ich noch dabei die Lampe. Okay, die könnte man vielleicht brauchen. Weiß ich jetzt nicht. Das Gewehr wiegt auch richtig, richtig viel. Da habe ich noch Zeugs dabei. Kaputtes Zeug. Okay, das brauchen wir nicht. Das können wir weglegen. Die hier brauchen wir jetzt auch nicht. Habe ich noch irgendwas? Streichhölzer habe ich auch richtig viele dabei. Weg damit. Und ja, den anderen Krempel schmeißen wir auch gleich mal hin.
Und zwar genau hier schön in die Hütte. Da wird sich der Jeremiah sicherlich freuen. So. So. Immer noch zu viel. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, ich bringe immer noch circa 16 Kilo hier rein. 16 Kilo. So, wisst ihr was? Ich muss hier radikal ausmisten, weil ansonsten komme ich da nicht weit. Die Klamotten wiegen so richtig, richtig viel. Das ist das Problem. Aber ich will auch ehrlich gesagt nichts ablegen, weil die Klamotten halten mich ja hier am Leben. Nähzeug. Weg damit. Weg damit. So. Alles weglegen. Mir reicht's mit dem ganzen Müll, den ich da immer rumschleppe. Was haben wir hier? Die Schnüre. Ah, stimmt, die sollte ich vielleicht schon mitnehmen. Die machen nur Sinn, wenn wir die mitnehmen. Und vielleicht sollte ich dann auch hier nochmal kurz nachgucken. Weil hier haben wir ja das Angelzeug. Das brauchen wir dann schon. Okay. Immer noch überladen. Das gibt's doch nicht. So. Zack. Und. Nee, das legen wir nicht weg. Das legen wir noch weg. Mann, oh Mann. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Zeug wegschmeißen muss. Braucht man den Bolzenschneider? Ich glaube aktuell auch nicht. Die Bügelsäge brauchen wir jetzt aktuell auch nicht. Brecheisen nehmen wir mit. Beil nehmen wir auch mit. Und dann geht's auch. Sehr schön. So. Was zu futtern brauchen wir aber noch. So. Dann mal noch schnell zu diesem Vorratsversteck. Das ja da vorne irgendwo sein müsste. Und wir können auch sprinten. Das ist gut. So, ich glaube, das war, wenn ich das richtig gesehen habe, hier gleich eigentlich. Hier beim Felsen. Da müsste das irgendwo sein. Die Frage ist nur wo. Ich glaube, hier oben war das eingezeichnet. Ja, das schaut gut aus. Seht ihr, was ich sehe? Da ist ein Behälter. Sehr gut. Drei Fackeln, noch ein bisschen was zu futtern. So kann es weitergehen. Und wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder überladen. Ha, warum wundert mich das nicht? Nur gut. Wir machen an der Stelle einen Cut und sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr Lust habt, bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.